Guten Morgen, am 20. Januar 2021 begrüße ich euch zu unserem Go for Peace Impuls mal wieder hier aus der Waschküche. Ich habe ja heute Morgen schon so einen Weichspüler in der Hand mit Kaschmir-Effekt. Kaschmir-Weicheffekt habe ich da heute Morgen gelesen. Und so ein Weichspüler, die Frage ist, ob es so ein Weichspüler auch für unsere Herzen gibt. Denn im Evangelium dieses heutigen Tages, da erfahren wir, dass selbst Gott gegen harte Herzen, gegen Hartherzigkeit irgendwie fast nichts machen kann. Bei Markus im 3. Kapitel im Vers 1 geht's los. Als Jesus ein andermal in einer Synagoge saß, da war dort ein Mann, dessen Hand verdorrt war. Und sie gaben Acht, ob Jesus ihn am Sabbat heilen werde. Sie suchten nämlich einen Grund zur Anklage gegen ihn. Da sagte Jesus zu dem Mann mit der verdorrten Hand, steh auf und stell dich in die Mitte. Und zu einem anderen sagte er, was ist am Sabbat erlaubt, Gutes zu tun oder Böses zu tun, ein Leben zu retten oder zu vernichten? Und sie schwiegen. Und dann heilt Jesus diesen Mann und die Hand wird dann gesund. Und dann heißt es am Ende in Vers 6, da gingen die Pharisäer hinaus und fassten zusammen mit den Anhängern des Herodes den Beschluss, Jesus umzubringen. Und vorher hatte es da geheißen, dass er sie der Reihe nach anschaute, also eine nach dem anderen, voll Zorn und Trauer über ihr verstocktes Herz. Also ein Herz, das hart geworden ist, ein Herz, das verstockt ist, da ist selbst Jesus machtlos gegen, da kann er nicht gegen ankommen. Und deshalb nochmal die Frage, gibt es denn irgendein Weichspüler für unser Herz mit dem Kaschmir-Effekt, wie wir heute Morgen gelernt haben? Ich glaube, wenn unser Herz hart wird, dann verschließt es sich ja total. Und wenn ein Kind zum Beispiel total hart wird und sauer wird und immer auf dem Boden rumstampft, so, was macht die Mama? Die Mama nimmt es dann in den Arm und birgt es eine Zeit an ihrem eigenen Herzen und dann wird das Herz dieses Kindes auch wieder ruhig, kommt in Frieden und dann kann es weiterspielen. Ich glaube, die Hartherzigkeit von anderen, die können wir nicht weichspülen. Aber unser eigenes hartes Herz, das können wir immer wieder weichspülen. Wenn wir merken, dass wir hart werden, dann braucht es oft einen Augenblick, wo wir uns selber in den Arm nehmen. Nicht auf den Arm, sondern wo wir uns selber in den Arm nehmen. Also unser Herz in den Arm nehmen, ihm ein wenig Zeit und Raum gönnen, dass es wieder ruhig und in Frieden kommen kann. Also das Motto für heute, umarm dein Herz, hug your heart. Ich wünsche euch einen herzlichen Tag.